So, was haben wir hier gegeben? Ein Fachwerk, ein Festlager, ein Gleitlager, ein Gleitlager. Dann die Stäbe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Die Längen L, 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 L. Gewichtskraft G über eine kleine reibungsfreie Umlenkrolle am Knoten D aufgehängt und Einzelkraft F. Das hier sind 45 Grad, Länge L ist ein bisschen verzerrt gezeichnet. So, was sollen wir machen? Erstmal die statische Bestimmtheit nachweisen. Das sinnvolle Kriterium, um die statische Bestimmtheit nachzuweisen, ist das Aufbaukriterium. Ich zeige also, wie das eigentlich gehen würde. Da würde ich sagen, das hier ist ein Träger auf zwei Stützen und dieser Träger auf zwei Stützen ist statisch bestimmt. Jetzt kann ich diesen Punkt hier mit eben im Prinzip zwei Stäben festmachen und das Ganze ist statisch bestimmt. Das heißt, das hier ist das Festlager und hier habe ich jetzt das Gleitlager und als nächstes baue ich also dieses Teil hier drauf und wieder ist das System statisch bestimmt. Ich wiederhole also nochmal, Balken auf zwei Stützen statisch bestimmt. Damit sind die beiden Punkte fest. Den nächsten Punkt mache ich mit zwei Stäben fest. Den nächsten Punkt halte ich durch einen Stab und ein Gleitlager. Jetzt gucke ich mir den Punkt hier oben an und mache den wieder mit zwei Stäben fest. 1, 2. Und jetzt mache ich wieder dieses Gelenk hier mit zwei Stäben fest. 1, 2. Und dann sehe ich, das System ist statisch bestimmt. Dieses Vorgehen hat einen ungemeinen Vorteil, weil ich habe jetzt zuerst das System 1 aufgebaut, dann das System 2, dann das System 3, dann das System 4 und zum Schluss das System 5. Und in der umgekehrten Reihenfolge, wie ich das System aufbaue, kann ich das gleich mit Gleichgewichtsbedingungen wieder abbauen. Ich habe hier also wesentlich schneller als das Abzählkriterium nicht nur die notwendige, sondern auch die hinreichende Bedingung für die statische Bestimmtheit. Und ich habe schon einen Plan, in welcher Reihenfolge ich das System abbaue. Ich muss nämlich zuerst diesen Knoten betrachten. Wenn ich diesen Knoten betrachtet habe, kann ich diesen Knoten hier betrachten. Danach kommt dieses Lager und dieser Stab dran. Dann kann ich eben im Prinzip den Knoten hier betrachten und zum Schluss kommen die Lagerkräfte. Das, was der Lehrstuhl hier anscheinend haben will, 2k ist r plus s, ist das dämliche Abzählkriterium. K ist die Anzahl der Knoten. Wir stellen also fest, wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Knoten und für jeden dieser 6 Knoten stellen wir zwei Gleichungen auf, die Summe h und die Summe v. Und jetzt gucken wir, wie viele Lagerkräfte wir haben und wie viele Stabkräfte. Hier haben wir zwei Lagerkräfte, 1 und 1. Wir haben also hier 4. Und die Stäbe sind Gott sei Dank durchnummeriert, sodass wir 8 Stäbe haben. Und wir stellen fest, mit 12 gleich 12 haben wir also 12 Gleichungen für 12 Unbekannte. Und das ist die notwendige Bedingung für die statische Bestimmtheit, die dort erfüllt ist. So, was soll jetzt weiter gemacht werden? Wir wollen alle Stabkräfte bestimmen und die Lagerreaktionen bestimmen. Wenn wir das gemacht haben, suchen wir die horizontale Verschiebung im Punkt C. Der Punkt C, der Punkt C, der Punkt C ist hier. In dem Punkt suchen wir also die horizontale Verschiebung. Um dieses Problem zu lösen, ist es sinnvoll, sich gleich eine Tabelle anzumachen. Da habe ich also einmal eine Stabnummer. Und wenn ich diese Stäbe alle durchnummeriert habe, kann ich hier hinschreiben, das ist 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7 und 8. So, und wenn ich diese ganzen Stäbe hier in der Tabelle aufgeführt habe, das Ganze nennt sich also Methode der virtuellen Kräfte, dann kann ich eben im Prinzip erstmal die Längen alle aufschreiben. Jetzt kommt hier also die nächste Spalte, das ist die Spalte der Längen. Jetzt gucke ich nach, der Stab 1 hat die Länge L, der Stab 2 hat 2L, der Stab 3 hat Wurzel 2L, der Stab 4 hat L, der Stab 5 hat L, der Stab 6 hat L, der Stab 7 hat auch L und der Stab 8 hat wieder Wurzel 2L. So, jetzt kommt die sogenannte S0-Fläche. Das bedeutet, ich möchte jetzt eben im Prinzip durch die äußeren Lasten die Kräfte haben. Dazu mache ich verschiedene Schnitte und wie gesagt, den Fahrplan haben wir, als wir das System aufgebaut haben. Da haben wir also genau gesehen, dass ich mit diesem Schnitt hier anfangen muss. Das hier ist also der Schnitt römisch 1. Dann haben wir gesehen, das hier ist der Schnitt römisch 2. Das hier ist der Schnitt römisch 3.
Dann haben wir im Prinzip hier den Schnitt römisch 4. Und wenn ich die beiden Stabkräfte habe, ja, dann kann ich eben hier den Rest sowieso machen. Also hier das unten, das Teil hier ist dann sozusagen der Schnitt römisch 5. So, wir fangen jetzt also an. Wir haben eine Kraft F. Wir haben hier eine Stabkraft S7 und wir haben hier eine Stabkraft S8. Und wenn ich die Summe der Vertikalkräfte bilde, dann kann ich also, ja, also ich kann das jetzt alles schön aufschreiben, dann sage ich hier, das ist der Schnitt römisch 1 und für den Schnitt römisch 1 bilde ich jetzt die Summe der Kräfte in Z-Richtung und das ist jetzt F plus S8 durch Wurzel 2, das ist der Sinus von 45 Grad und das Ganze ist gleich 0 und wir bekommen den Stab S8 raus und der ist minus Wurzel 2f. Und jetzt bilden wir die Summe der Kräfte in x-Richtung und das ist dann minus S7 und das ist minus S8 durch Wurzel 2 ist gleich 0 und damit kriegen wir raus, der Stab S7 ist f und das tragen wir jetzt ein in unsere nächste Spalte. Die sollte ich ein bisschen größer machen, weil hier gleich noch die Gewichtskräfte mit allen möglichen Pipapo eingehen. Da könnten etwas längere Terme erscheinen. So, die Stabkraft 7 haben wir, die ist f. Die Stabkraft 8 haben wir minus Wurzel 2f und damit sind wir mit dem nächsten Schnitt beschäftigt. Diesen nächsten Schnitt, den wollen wir jetzt versuchen einzuzeichnen. Wir haben also jetzt, wie gesagt, diesen Knoten hier freigeschnitten und wir haben jetzt hier eine Kraft F. Wir haben hier die Seilkraft G. Wir haben hier eine unbekannte Stabkraft, das ist S4. Stopp, 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 das ist S2 und S6. Das ist S2 und S6, die hier angreifen. Das ist jetzt also der Schnitt römisch 2. Nochmal in der Gesamtskizze angeguckt. Ich habe also hier den Knoten freigeschnitten. S6 ist unbekannt, S2 ist unbekannt. Hier die Seilkraft kenne ich. Über die Umlenkrolle ist das G. Und S7 kenne ich auch. Und das ist eine Zugkraft und die ist gerade F. So, und jetzt kann ich für diesen Schnitt römisch 2, den ich hier habe, wieder die Summe der V oder die Summe der Kräfte in Z-Richtung machen. Und dann kann ich sagen, die Stabkraft S6 plus die Kraft G durch Wurzel 2 ist gerade gleich 0. Und damit erhalten wir die Stabkraft S6. Und die ist gerade minus, ich gucke nochmal, ob ich alles richtig gemacht habe. Minus g durch Wurzel 2. So, damit können wir jetzt die Summe der Kräfte in x-Richtung machen. Und dann habe ich minus S2 minus g durch Wurzel 2 und plus f gleich 0. Und damit gewinne ich die Stabkraft S2 als g durch Wurzel 2 minus f. Da gehen jetzt also erstmals beide ein. Das ist leider ein bisschen ätzend. So, und jetzt können wir das eintragen in die Spalte. Also S6 ist minus g durch Wurzel 2. Und die Stabkraft S2 ist g durch Wurzel 2 minus f. Da ist irgendwas faul, und zwar ein Vorzeichen. Nochmal die Summe der Kräfte angeguckt. Minus S2 minus das plus das gleich 0. Nach S2 aufgelöst. Plus f und minus g halbe. Da haben wir einen Vorzeichenfehler gemacht. Ja, wenn ich also hier im Prinzip eine Zugkraft drin habe, wird die hier nicht plötzlich zur Druckkraft. So, wo waren wir stehen geblieben? Das war der Schnitt 2. Jetzt kommt der Schnitt 3. Wenn ich mir diesen Knoten unten freischneide, habe ich hier also erstmal ein Lager und die Stabkraft S8, die kenne ich. Die Stabkraft S8 ist gerade Wurzel 2f. Das kann man sich so vorstellen, eine Kraft nach da und eine Kraft nach da, beide f. Die Stabkraft S6, die haben wir auch raus. Das heißt, wir haben eine Druckkraft und die ist gerade g durch Wurzel 2. Dann habe ich hier eine unbekannte Stabkraft. Das ist die Stabkraft S5. Und ich habe hier eine Kraft, das ist die Kraft C. Und das, was wir hier jetzt stehen haben,
Das ist der Schnitt römisch 3. Für diesen Schnitt römisch 3 bilde ich jetzt wieder die Summe der Kräfte in x-Richtung. Dann habe ich minus S5 minus, hier gleich die Komponente ist F. Und sonst haben wir da nichts gleich 0. Das heißt, die Stabkraft S5 ist gerade minus F. Und das können wir hier oben schon mal wieder eintragen. So, und wenn ich die Summe der Kräfte in Z-Richtung mache, dann habe ich erstmal die Kraft G durch Wurzel 2 plus die Kraft F, die vertikale Komponente, minus C gleich 0. Und damit haben wir die erste Lagerkraft, die ist F plus G durch Wurzel 2. So, wo sind wir stehen geblieben? Die brauche ich nicht einzutragen. Richtig, wir sind am nächsten Knoten. Das war der Schnitt römisch 4. 1, 2, 3, 4. So, am Schnitt römisch 4 greift an. Einmal eine Kraft S5, die ich gerade ausgerechnet habe. Und diese Stabkraft S5 ist eine Druckkraft und F. Wir haben hier also von dem Stab 5 eine Kraft F in dieser Richtung. So, dann haben wir hier noch einen Stab angreifen. Das ist, Moment, nein, hier ist nur ein Seil drin. Hier greift kein Stab an. Da habe ich hier also eine Kraft G. Die greift in der Richtung an. Und eine Kraft G in der Richtung. Das sind die beiden Seilkräfte. So, und dann bleiben noch zwei Unbekannte über, S3 und S4. Das hier ist die Kraft S3. Und das hier ist die Kraft S4. So, ich hoffe, ich habe alles richtig gemacht und die Spalten 3 und 4 sind auch noch frei. Ich habe da nicht etwa in den falschen Nummern die Stabkräfte schon eingetragen. So, und jetzt kann ich Folgendes machen. Ich bilde wieder für den Knoten 4 die Summe der Kräfte in x-Richtung. Und das ist minus S4. Wir fangen an mit der Summe der Kräfte in z-Richtung. Dann kriege ich nämlich eine Stabkraft raus. Das ist minus S3 durch Wurzel 2. Dann ist das minus G durch Wurzel 2. Und dann ist das plus G und das Ganze ist gleich 0. Den bringe ich auf die andere Seite, dann ist er positiv. Multipliziere alles mit Wurzel 2 und bekomme die Stabkraft S3 raus als G mal Wurzel 2 minus 1. Also wie gesagt, der Term ist auf die andere Seite geholt worden. Mal Wurzel 2 steht hier, G mal Wurzel 2, hier hebt sich die Wurzel 2 raus und das G noch ausgeklammert. Damit haben wir die Stabkraft S3, G mal Wurzel 2, minus 1. So, was fehlt jetzt? Die Stabkraft S4, die rechne ich jetzt mit der Summe der Kräfte in x-Richtung aus, minus F plus G durch Wurzel 2, minus der Stabkraft S3 durch Wurzel 2 und minus S4 ist gleich 0. Das S4 bringe ich auf die andere Seite. Dann steht da erstmal minus F plus G durch Wurzel 2 und minus S3 durch Wurzel 2 und das ist also minus G und plus G durch Wurzel 2. Also dieses Ding wurde durch Wurzel 2 geteilt, dann wurde aus der Wurzel 2 g das g und aus der 1 wurde das g durch Wurzel 2 und wegen dem Minuszeichen haben sich die Vorzeichen wieder umgedreht und 2 mal 1 durch Wurzel 2 ist mal Wurzel 2. Das heißt, ich habe minus f minus g mal 1 minus Wurzel 2 oder noch besser. Also wie gesagt, das ist insgesamt eine Wurzel 2, minus f plus g mal Wurzel 2 minus 1. Dann haben wir es, denke ich, optimal aufgeschrieben. So, und dann haben wir hier minus f und plus g mal Wurzel 2 minus 1. Was fehlt noch? Die Stabkraft 1. Um die Stabkraft 1 rauszukriegen, machen wir vielleicht doch erst noch diesen Schnitt hier. Das ist jetzt der Schnitt 1, 2, 3, 4, 5. Und wenn ich diesen Schnitt 5 mache, dann sieht dieser Schnitt 5 wie folgt aus.
Dann habe ich erstmal eine Lagerkraft, das ist die Lagerkraft A. Dann habe ich hier eine Stabkraft S2, die ich schon kenne. Dann habe ich hier eine Stabkraft S1, die ich noch nicht kenne. Und hier eine Stabkraft S3, die ich wieder kennen müsste. So, und jetzt kann ich eben im Prinzip Folgendes machen. Wir bilden zuerst mal für den Schnitt römisch 5 die Summe der Kräfte in Z-Richtung. Und dann bekommen wir raus die Kraft S3 durch Wurzel 2 plus der Kraft S1 ist gerade 0. S3 setze ich ein. Das heißt, wir müssen das durch Wurzel 2 teilen. Dann habe ich G1 minus 1 durch Wurzel 2 plus S1 gleich 0. Und wir bekommen raus, die Stabkraft S1 ist also minus G und das Ganze, was wir hier stehen haben. Ja, also ist jetzt ein bisschen schwer zu übertragen. Also minus G mal 1 minus 1 durch Wurzel 2. So, mit der Summe der Kräfte in x-Richtung kommt also Folgendes raus. Die Stabkraft S2 plus die Stabkraft S3 durch Wurzel 2 plus A gleich 0. Und das kann ich jetzt nach der Kraft A auflösen. Und dann bekomme ich also die Kraft A raus. Und die ist also erstmal minus S2 minus S3 durch Wurzel 2. Und wenn ich die Rechnung etwas übersichtlicher hätte, werde ich das hier, das geht hier eben auf diesem Teil nicht so gut. Das ist jetzt plus G durch Wurzel 2, also Vorzeichen umgedreht, minus F und minus S3 durch Wurzel 2. Also minus G erstmal, Vorzeichen rumgedreht und das durch Wurzel 2 geteilt. So, das ist die Lagerkraft A. Das kann man noch ein bisschen zusammenfassen. Wir haben hier also ein G durch Wurzel 2. Und dann haben wir hier nochmal plus G durch Wurzel 2. Dann haben wir Wurzel 2G. Und dann haben wir ein minus G und ein minus F. Wenn ich mich nicht verrechnet habe, ist das die Lagerkraft A. So, und der letzte Schnitt, der ist dann natürlich unten der Schnitt. Und das ist S1, S2 und BX und BY. Wir können also jetzt im Prinzip hier Folgendes machen. Wir haben hier die Stabkräfte S4 und S1. Und hier haben wir die Lagerkräfte BV und BH. Und dann können wir sagen, die Kraft BH ist minus S4 und die Kraft BV ist minus S1. Und damit haben wir die sämtlichen Lagerkräfte. Es empfiehlt sich jetzt noch, die Kontrolle am Gesamtsystem zu machen. Ich sollte jetzt also, wenn ich wissen will, ob das stimmt, das hier war jetzt also der Schnitt. Ich glaube, bei 6 sind wir angekommen. Wir können also nochmal ganz schnell gucken. Wir haben die Schnitte gemacht 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und jetzt ist es sinnvoll, nochmal den Schnitt Gesamtsystem für die Probe zu machen. Und da kann ich jetzt zum Beispiel bilden die Summe der Kräfte in x-Richtung. Und dann kann ich eben gucken, ob die Kraft A plus B horizontal. Und sonst haben wir da nichts stehen, alles andere hebt sich auf. Das müsste also gerade gleich 0 sein. Dann kann ich die Summe der Kräfte in Z-Richtung bilden. Dann kann ich sagen, da habe ich jetzt minus C minus BV und plus G und plus F. Das müsste auch 0 sein. Und ich könnte zum Beispiel die Summe der Momente um B bilden. Dann könnte ich gucken, ob minus G mal L plus C mal 2L minus A mal L und minus F mal 3L gleich 0 ist. Das wäre jetzt also alles nur noch zur Probe nötig. Und so könnte ich meine Rechnung kontrollieren. Ich habe meine Rechnung leider nicht kontrolliert. Mir geht es hier mehr ums Prinzip. Und wenn ich mich irgendwo verrechnet habe, na, dann kann ich es nicht ändern. So, jetzt haben wir also die ganze S0-Fläche gefunden und wir haben auch die Lagerkräfte gefunden. Und jetzt brauchen wir die S1-Fläche zum Überlagern. Diese S1-Fläche, die kommt jetzt wie folgt zustande. Wir haben wieder das System. Ich nehme mal wieder eine andere Farbe. Ja, die rote Farbe, die regt mich auf. So. Dann haben wir wieder dieses System hier. Keine Last mehr, sondern nur noch eine gesuchte Verformung. Das ist die horizontale Verschiebung in dem Punkt.
und das Ganze wird die S1-Fläche. Wir haben hier wieder ein Festlager, wir haben hier ein Gleitlager und wir haben hier ein Gleitlager. So, und jetzt kann ich feststellen, hier ist jetzt eine Kraft, das ist eine dimensionslose 1. Und ich mache an diesem Knoten, Schnitt 1, die Summe der Vertikalkräfte, der Stab ist 0, und die Summe der Horizontalkräfte, das Ding ist 0. Das hier war das Seil, der hat hier nichts zu suchen, der muss weg. Ja, ich habe ja hier ein Radiergummi, vergesse ich manchmal. Also den Stab hier, den gibt es nicht, das war ein Seil. So, und dann kann ich im Prinzip an dem nächsten Knoten hier die Summe H und Summe V machen, habe ich die nächsten zwei Nullstäbe. Hier mache ich die Summe H, ist das hier eine 1-Kraft. Hier mache ich die Summe V, ist das eine Nullkraft. Summe H, ist das eine 1-Kraft. Hier ist die Lagerkraft, die ist 1. Hier habe ich 0, mache die Summe der Vertikalkräfte, mache die Summe der Horizontalkräfte und die Summe der Vertikalkräfte. Wir sehen also, die 1 geht hier einfach durch. Und ich habe im Prinzip eine sehr einfache 1-Fläche, die Stäbe 4 und 5 sind einfach 1. Das können wir hier also eintragen, 4 und 5 ist 1 und der Rest ist alles 0. So, und jetzt können wir im Prinzip Folgendes machen. Wir wollen die Verschiebung haben und wir sagen, die horizontale Verschiebung des Lagers C ist gerade Delta 1, 0. Und das ist jetzt die Summe aller S1i mal S0i mal Li dividiert durch Ea. Was ist jetzt also zu tun? Im Prinzip, wir nehmen diese Länge hier mal diesen Wert hier mal 0. Können wir also weglassen. Und das und das und das. Und dann stellen wir fest, wenn wir jetzt diesen Stab nehmen und den jeweils das mal das mal das plus das mal das mal das und teilen das Ergebnis durch Ea, sind wir bereits fertig. Das heißt, die anderen Stabkräfte haben wir überhaupt nicht gebraucht. Die brauchten wir also nur, um indirekt an die Lagerkräfte dran zu bekommen. So, jetzt noch eine Frage. Hätten wir an die Lagerkräfte auch anders rankommen können, ohne diese ganzen Stabkräfte hier alle durchzurechnen? Gäbe es da also eine andere schöne Methode, um an einzelne Lagerkräfte ranzugehen? Und natürlich gibt es eine solche Methode, und das ist die Methode, die wir auch schon gelernt haben, der virtuellen Arbeit. Das heißt, wenn ich eben im Prinzip ein Stabwerk habe, das mit irgendwelchen Kräften belastet ist, und ich suche zum Beispiel eine einzige Lagerkraft, weil ich die nicht rauskriege und weil ich keinen Anfang finde und komme nicht auf die Idee, erstmal alle Stabkräfte zu machen, beziehungsweise habe nicht vor, das zu machen, dann kann ich zum Beispiel sagen, hier ist ein Gleitlager, hier ist ein Gleitlager und hier ist zum Beispiel die Kraft A und die Kraft A möchte ich haben. Ich habe also jetzt das Lager weggenommen und durch diese Fessel ersetzt. Jetzt kann ich eben im Prinzip sagen, das hier ist eine starre Scheibe. Das hier ist auch eine starre Scheibe. Dann kann ich feststellen, dass dieser Punkt hier fest ist. Dann kann ich sagen, diese starre Scheibe, die hat ihren Pol hier. So, und das hier ist eine starre Scheibe. Das Lager ist in zwei Richtungen unverschieblich verhandelt. Das ist die Scheibe 2, die ist hier. Die Scheibe 1 kann sich jetzt drehen um einen Winkel Delta Phi 1. Dabei verschieben sich die Punkte hier oben um dieselbe Strecke. Deswegen verschiebt sich diese hier um einen Winkel Delta Phi 2. Und es gilt Delta Phi 2 ist gleich Delta Phi 1. Und dann geht dieser Punkt hier um L mal Delta Phi nach unten. Wir bekommen also eine Verschiebungsfigur, die im Prinzip so aussieht. So, dieses Dreieck hier kommt also in diese Lage. So. Der Punkt hier verschiebt sich nur horizontal. Das Teil kommt in eine solche Lage. Und hier leistet die Kraft F Arbeit. Und eben im Prinzip die Kraft G könnte ich wieder hier und hier und hier antragen. Oder ich könnte sie als ganzen Seilzug nehmen und dann könnte ich die virtuelle Arbeit aufstellen. Und dann würde ich feststellen, einmal kommt die Kraft A, die leistet eben L mal Delta Phi 1 als Arbeit. Die Winkel sind wie gesagt gleich. Die Kraft F leistet L mal Delta Phi 2. Dann habe ich hier eine Kraft,
minus g durch Wurzel 2, die horizontale Komponente ist g durch Wurzel 2, die leistet L mal Delta Phi 2, die Kraft zieht nach links, die Verschiebung geht nach rechts, die Vertikale leistet keinen Anteil und hier leisten die Vertikalen Anteil, deswegen plus g mal L mal Delta Phi 1 und minus g durch Wurzel 2 mal Delta Phi 1. Das ist also die Vertikalverschiebung hier, die ist L mal Delta Phi 1 und die nehme ich mal g und minus g durch Wurzel 2 und die Horizontale leistet wieder keinen Anteil. Die Kraft A haben wir schon, das Ganze ist gleich 0. Jetzt kürze ich den Winkel Delta Phi überall raus, weil Delta Phi 1 gleich Delta Phi 2 ist. Jetzt kürze ich die Kraft A raus, die Länge L raus und löse das nach A auf und bekomme raus minus F plus g durch Wurzel 2 minus g plus g durch Wurzel 2. Und dann stelle ich fest, das und das ist wieder minus f plus g mal Wurzel 2 minus 1. Das wäre also die Methode der virtuellen Arbeit. Und jetzt könnte ich die anderen Kräfte mit Gleichgewicht machen oder ich könnte alle vier Lagerkräfte mit der Methode der virtuellen Arbeit machen, was natürlich ein sehr eleganter und schöner Lösungsweg wäre. Und den Vorteil, den ich noch hätte, einen Fehler, den ich bei A gemacht hätte, würde sich dann bei den anderen Lagerkräften nicht auswirken. Wenn ich alle vier Kräfte durch virtuelle Arbeit bestimme, kann ich zum Schluss das Gleichgewicht noch als Probe benutzen und das ist dann ein wirklich schöner Lösungsweg.